Auf unsere Piratenrepublik, Männer. Wir sind wohlhabend und frei und außer Reichweite von Königen, Pfaffen und Schuldeneintreibern. Fast 500 Mann bekennen sich inzwischen zur Küstenbruderschaft in Nassau. Das ist keine schlechte Zahl. Wahr. Doch mangelt es an Verteidigung. Sollte der König die Stadt angreifen, wird er uns überrennen. Dann lasst uns das Observatorium finden. Wenn es tut, was die Templer behaupten, werden wir unbesiegbar. Nicht das Gewäsch schon wieder. Camway, das sind doch nur Geschichten. Wir brauchen echte Verteidigung. Kleine Galeone, alle Kanonen auf eine Seite. Ein hübsches Schmuckstück für einen unserer Häfen. Es wird nicht einfach sein, eine spanische Galeone zu kapern. Hast du einen im Sinn? Oh ja, Sir. Ich zeige sie euch. Ist ein Seelenverkäufer. Fett und lahm. Deine Jackdaw segelt sich gut. Hast sie den Spanien stibitzt, nicht wahr? Aye. Inmitten eines Hurrikans. Genau bevor die Silberflotte gegen die Küste gedrückt wurde. War die Fracht wirklich so wertvoll, wie alle sagen? Tausendmal mehr. Ich schätze, realen Wert von Millionen von Pfund ging an diesem Tag unter. Der Teufel liebt den Hurrikan. Vielleicht sollten wir dort einmal tauchen und schauen, was wir bergen können. In den Wracks zu tauchen, wäre eine nette Abwechslung für uns. Und das ohne Händlern und dergleichen Gewalt antun zu müssen. Na, welch sanftmütige Töne für einen Pirat. Und komischerweise finde ich das gut. Kreuzen wir die Säbel mit dem Militär und anderen, die sich uns in den Weg stellen. Jetzt ganz vorsichtig. Man weiß nie, was man darin finden wird. Wie durch ein Glas Milch zu blicken. Macht euch nicht ins Hemd. Ich mach das. Ein Monster. Seht, wie groß sie ist. Ei! Und Auge in Auge halten wir nicht lange durch. Hörst du mich, Kenway? Bleib auf Distanz. Wir schlagen zu, wenn die Zeit günstig ist. Im Schutze der Dunkelheit. Ei, sonst könnte es kommen.
segeln Tieren. Macht schon! Nicht! Marssegel fest, surren! Vorsegel aufgehalten und zwar schnell! Sie verfolgt uns, Sir! Ein Kriegsschiff! Wir sind auf dem Macht euch bereit! Nicht allein zu sein, Sir! Großsegel setzen! Banden hoch und Großsegel! Ein Sturm sieht übel aus! So. Ja, ärgern Sie! Das ist ein Kriegsschiff! Gebt den Wind drauf! Berg und Festtoren mit aller Kraft, Männer! Wir haben sie auch. Öffnet die Hauptsegel! Jetzt schon so lange, dass ich echten Respekt vor ihm habe. Alle Segel, sie verträgt das! Sind bereit, Sir! Sind bereit, Sir! Segeln zu dieser Insel. Ich kenne sie. Eine natürliche Festung gehört einem Franzmann namens Ducasse.
Julian Ducasse, der Templer? Der Name stimmt, wusste nicht, dass er einen Titel hat. Ich kenne den Mann. Und wenn er mein Schiff sieht, kennt er es womöglich noch aus Havanna und fragt sich vielleicht, wer sie jetzt segelt. Das ist zu riskant. Und ich will die Galeone nicht verlieren. Lass uns nachdenken. Und vielleicht warten, bis es dunkler ist, bevor wir an Bord gehen.